beschmiert, davor kippen im Schlamm. Manchmal kommen wir am Wochenende her, als sei das eine Erklärung. Er ist nicht geschockt, nur ganz leer. In der Dämmerung das erste Dosenbier und P.s immer lautere Stimme. Er würde sich gerne übergeben, die Angst ins Halbdunkel spucken und dort zurücklassen. Stattdessen trinkt er, schluckt, beobachtet P., wie sie tschechische Volkslieder singt und doch befangen wirkt dabei. Die Nacht ist voller bunter Lichter, die in ihm zu etwas verrutschen, das er nicht kennt. Seine Finger berühren die Tischplatte, P.s Schulterblatt, den Flaschenhals, gleichzeitig nacheinander, er weiß es nicht. Wenn P. nicht in der Nähe ist, tanzt er mit der Angst, bis er sich fremd fühlt oder müde wird. Irgendwann hört er P. neben sich leise atmen, ihr Haar riecht nach Tabak, sie schlafen traumlos und in verfilzte Wolldecken gewickelt, Rücken an Rücken. P. erzählt, dass sie es nie geschafft habe, die Stadt hinter sich zu lassen. Alle großen Metropolen habe sie bereizt, habe die Kuppeln des Petersdoms golden in der Abendsonne leuchten sehen, sei in Montmartre die Stufen der Sacré-Cœur hinaufgestiegen und trotzdem zieht sie am Ende immer wieder hierher zurück. Diese Prager Winter, sagt sie in den luftleeren Raum hinein, ja, sagt er und bietet ihr seinen Arm an. Seite an Seite folgen sie dem Verlauf des Flusses. Der Schnee erstickt die Geräusche ihrer Schritte und der Widerschein der Lichter auf dem Wasser lässt P.s Haut noch weißer wirken. In die Giebeldächer hat sich Eis gesetzt. Im Restaurant nimmt er P. den Mantel ab. Ihre Wangen sind gerötet. Er gibt der Kellnerin ein Zeichen und bestellt Muscheln und Weißwein. In die Stille hinein sagt P., dass sie ehrlich sein wolle mit ihm und dass sie nicht sicher sei, ob sie ihn liebe. Dann, dass sie ein schlechtes Gewissen habe deswegen und dass er nicht denken solle, sie würde ihre gemeinsame Zeit nicht genießen, denn das täte sie, es sei halt nur, und dann noch viel, dem er nicht mehr folgen kann. Er besteht darauf zu zahlen, winkt auf der Straße einem Taxi und gibt dem Fahrer P.s Adresse, ruft er etwas nach, etwas Wichtiges, aber da ist P. schon außer Hörweite. P. liegt nicht mehr neben ihm, sein Hals ist trocken und wund. Draußen steht die Sonne bereits hoch am Himmel. Im grellen Licht entdeckt er Schriftzüge auf dem Beton, die da gestern noch nicht waren und die er nicht versteht. Von weitem der Lärm einer Baustelle, dazwischen eine Gruppe Tauben, die vor ihm im Schlamm landet. Er versucht, sich an den letzten Morgen zu erinnern, an dem er nicht in seinem Bett aufgewacht, an dem er nicht an die Nacht mit P. zurückgedacht, sich schwarzen Kaffee gekocht und sich danach im Schreiben verloren hätte, es gelingt ihm nicht. Er setzt sich etwas abseits, hört irgendwann Stimmen, P.s ist nicht darunter, umrundet den Verschlag und sieht einige Männer, die um einen Biertisch stehen und rauchen. P.s Begleiter sind auch dabei. Als sie ihn sehen, heben sie kurz die Hand zum Gruß. Er greift sich eine Flasche aus dem Kasten, um sich an etwas festhalten zu können, ist erschöpft und spürt, wie auch die Angst langsam aufwacht, sich in ihm räkelt, gähnt. Nach dem dritten Bier erscheint P.s glänzender Rücken auf der Bildfläche. Sein Blick wandert über den sanften Bogen, den ihre Hüfte schlägt, bis hin zu ihren Knöcheln. Er horcht in sich hinein. Entblößt, entzaubert steht P. unter der Regenrinne und streicht sich die nassen Haare aus dem Gesicht. Die Männer pfeifen und tauschen Blicke. Rhythmisch schlägt ihm die Angst gegen die Herzrückseite. Was, wenn P. nicht nur ihm gehört, denkt er, spürt, wie seine Zunge ihm vertrocknet und wie tot am Gaumen klebt, spuckt vor P. in den Schlamm, bevor er sich umdreht und geht. P. steht in der letzten Reihe. In ihr Gesicht hat sich die Zeit gefressen, sie kann nicht weinen, es geht einfach nicht. Jemand redet zu lange, sie lässt die Worte in sich leise nachhallen und könnte nicht wenig genug sein in diesem Moment. Der Tau auf der Wiese beginnt zu leuchten. P. hebt den Kopf, sieht schwarze Rücken und bebende Körper. Schweißperlen sammeln sich unter der Krempe ihres Hutes. Sie wartet, bis die meisten Gäste gegangen sind, pflückt dann einen Löwenzahn vom Wegrand. Sie hätte Blumen kaufen können, Margariten oder Lilien, aber sie hätte sich ja doch nicht entscheiden können und im Grunde denkt sie nicht, dass es wichtig ist. Der Löwenzahn verliert sich im Blumenmeer. Sie steht noch eine Weile stumm da, betrachtet die rote, feuchte Erde und seinen Namen auf dem Grabstein, bis der Friedhof schließt und man sie höflich bittet, zu gehen.
ist nicht gekommen an diesem Abend, auch am letzten und vorletzten nicht. Überall in der Wohnung findet er Abrisse von ihr, hört die Nachklänge ihres Lachens in der Küche und ihre Schritte im Flur. Ohne sie sind die Nächte ohne Bedeutung, liegen ihm hölzern und schwer an den Knochen, sind nicht mehr Nacht, nur noch schwarz. Auf dem Küchentisch die halbleere Flasche Rotwein, das Einzige, was geblieben ist von ihrem letzten Abend. Er schüttet sie im Spülbecken aus und könnte vielleicht sogar weinen. Durch die geöffneten Fenster zieht der Lärm der Stadt hinein. Eine Weile lässt er sich in den Lichtern der Stadt treiben, bis sein Kopf dröhnt und er sich ganz taub fühlt. Sieht aus dem Augenwinkel das Manuskript auf der Tischplatte liegen, zwischen den Zeilen pressieren Gedanken an P. Was machst du in Prag, würden die Leute fragen, und er wüsste keine Antwort, würde warten, bis die Angst ganz erloschen wäre und beginnen, die Stadt zu atmen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dmitri Gavrisch, spreche ich das richtig aus? Ja. Wurde 1982 in Kiew geboren. Gut 10 Jahre später ist er mit seiner Familie nach Bern umgesiedelt, wo er dann auch aufgewachsen ist. Hat dort Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Finanzen und Finanzmärkte. Für alle Verleger ein wichtiger Punkt. Hat sich dann umentschieden, 2010 nach Berlin zu kommen. Hier lebt er. Und schreibt Prosa und Theaterstücke. Eines seiner Theaterstücke wird gerade ins Ukrainische übersetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, und wartet dort auf die Aufführung, die noch dieses Jahr geschehen wird. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen Text hören werden mit der bizarren Überschrift Schaukelgestühl Ganse en Bräune. Und wenn Sie sich vorstellen würden, dass hier ein Schaukelstuhl auf der Bühne wäre und ihn wippen sehen würden, dann würden Sie vielleicht mit jeder Wippbewegung feststellen, wie stark Sprache sich verändern kann. Das Nasobem ist in den Duden eingedrungen. Vielleicht haben wir das Glück, heute Zeuge zu werden, wie ein bestimmtes Vokabular den Duden zu einer Neuauflage zwingt. Ich freue mich auf den Text. Also ich musste den Text leider ein bisschen kürzen für die Lesung. Schaukelgestühl Ganse an Bräune. Seit Tagen, vielleicht Monaten, sicher allerdings seit meiner Dringlichkeitsvisite im Gewölbe, steht dieses Etwas genau hier neben meiner Liege. Erst wollte mir keine rechte Nomenklatur für dieses Ding, diese Sache, dieses Objekt, diesen Gegenstand, diese Schoße, dieses Teil, diese Substanz einfallen. Aber schließlich wurde mir erleuchtet. Und so will ich diese krumme Materie von bedeutender Sitzgelegenheit in folgenden Bekundungen schlicht Schaukelstuhl taufen. Ich habe mit der Substanz des Schaukelstuhls, wie ich mich eben zu sagen durchgerungen habe, ja, es ist besser, mir das Ding von jetzt an als Schaukelstuhl zu merken. Vom Schaukelstuhl zum Schaukelstuhl eine Granitbrücke zu schlagen oder sparhalber wenigstens ein Seil zu spannen. Auch wenn mein großer Zeh das Ding eher trifft als der bloß handreichende Schaukelstuhl. Schaukelstuhl, 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 Schaukelstuhl. Ich habe also mit der Substanz des Schaukelstuhls zwischen meinen Wandblumen überhaupt nicht gerechnet. Bis auf die weiß bestrichene Holztür, die darüber klagt, dass ich sie schon seit Ewigkeiten nicht gebuttert habe, sind in die Wandblumen keine Löcher gezwirbelt, die die Helle der Sterne, des Mondes oder der Glühkäfer ins Innere durchwinken würden. Meine Traumkammer ist also jeder Helle nackt. Was mich freudig rührt, denn eingekuschelt in Helligkeit fehlt mir jeglicher Ehrgeiz zu träumen. Nach der Dringlichkeitsvisite im Gewölbe also, tripple ich in meine Traumkammer zurück, um auf meiner Träume noch ein paar Takte zu liegen, bevor ich mich vorschriftsmäßig zu meinen Übungen zu melden habe. Als mein großer Zeh Schuss plötzlich vor Schmerz losheult. Dabei bin ich noch immer 5 oder mehr Längen von meiner Träume entfernt. Ich begreife das Sein nicht mehr, liebkose den zerbreiten Zeh,
humple wieder hinaus und belichte den Dochtstängel, um das Schmerzrätsel meines großen Zehs zu lösen. Und da, in der vom Dochtstängel gezimmerten Halbhelle meiner Kammer, vor meiner noch erregten Träume, mitten auf dem Traumpfad, genau zwischen meiner Essstütze und den mit Worthäufungen bestäubten Brettern, als eine Art von substanzieller Visumspflicht, zeichnete sich ab, das Ding, abgemacht hier als der Schaukelstuhl. Wie dieses Schaukelstuhlgedings meine Traumkammer erlangt hat, kann ich mit festem Wünschen nicht beauskunften. Gerd? Vielleicht hat Gerd es da hineingelüpft. Das würde Gerd zu Gesicht stehen, wenn er, mir nichts, dir nichts, so einen Schaukelstuhl auf einem Schreihandel in Augenschein nimmt und Hand daran legt, um ihn dann ins Haus zu schleppen und in meine Kammer zu platzen, weil die Kammer, in der er seine Träume hat, voll ist von Enge. Aber ich habe Gerd schon seit Frühlingen nicht mehr in Augenschein genommen. Seine Träume bleibt gleich erregt über die Sternenunter- und Aufgänge. Kotziges Getier hat darin Nester gebaut und züchtet sich fort. Gerd könnte nicht in dieser Träume liegen, ohne erst katholisch rumzugifteln. Es steht Gerd auch nicht zu Gesicht, den Schaukelstuhl in meiner Kammer mitten auf meinen Traumpfad zu platzen und wieder abzutauchen, ohne meinen Wangen seinen Lippendruck anzutun, meine Hand zu drücken oder wenigstens, wenn ich nicht in meiner Kammer sein sollte, weil ich im blühenden Gewürz durchatme, ein Papierchen zu beüben mit feschen Worten, um mir zur freudigen Lektüre zu verhelfen. Ich stelle den Dochtstängel auf meine Essstütze und krümme mich in den Schaukelstuhl hinein. Der Sitzplatz und die Rückenlehne sind mit grundfarbenem Leder bezogen, durch das Flickwerk aus grobfühligem Garn verläuft, das mein Sitzleder kitzelt. Vielleicht lässt sich die Gelegenheit dennoch verwenden, um darin neue Dingbenennungen zu besuchen und einige Übungen zu verfassen. Ich stoße mich mit den Zehen ab und kippe probierhaft hin und her, hin und her. Aber dann werde ich sehkrank und müsste vorrücks entleeren, wenn mein Magen nicht wüstig geworden wäre seit meiner letzten Nahrungsnahme. Um wieder bei meinem Sinn anzulangen, bette ich mich flach auf den Grund und strecke Greifer und Gär vor mir aus, wie ein krepierter Köter. Prompt begutachtet mich eine Fliege, dieser Mistflügler, verwechselt mich mit Nahrungsnahme und versucht, auf meinem Gesichtserker abzusitzen. Ich wedle ihn nicht nur von dannen, ich hüpfe auf und schnaube zur Jagd. Als fähige Bewährung ist das Nachrichtenpapier von Nutzen, das im wüsten Obsttäler beschnürt auf seinen Zweck wartet. Von Kammer zu Kammer schleunige ich dem flüchtigen Mistflügler hinterher. Von der Schuh in die Herdkammer, vom Pissgewölbe in Gerdskammer, ich affe die Leiter bis unter den Regenschutz hoch und seile mich bis ins Waschabteil hinab. In den Trog mit dem Waschsabber steckt der Mistflügler seine Elefantennase, um Nässe aufzunehmen. Aber ich bin ihm dicht am Leibe. Mehr als einen Schluck missgönne ich ihm. Abgehungert und fast vergangen, hat er noch lange vor dem Sonnenuntergang alle Möglichkeiten leer. Er wird auf dem Blumenpapier sesshaft und fegt mit seinen Gehern über die Hinkammer, wie um die Augen von der Anstrengungsnässe zu entstauben. Ich halte im kurzen Abstand vor dem Mistflügler an, schwinge das beschnürte Nachrichtenpapier über die Hinkammer und sause damit der Direktion des erlahmten Tiers entgegen. Der Mistflügler weicht nicht vom Blumenpapier. Die Jagd hat ihm sämtliche Urwillen gestohlen. Ich halte in meiner Schwingung inne. Schließlich bin ich kein zweckloser Töter. Ich habe seit dem Kindsein eine fette Portion Literatur und übrigen Humanismus genossen. Ich versenke die Zeitung auf Hüftknochenhöhe und äußere gegenüber dem Mistflügler: Für heute ist die Schule aus. Dann klemme ich ihn zwischen die Finger und katapultiere ihn durch das benachbarte Fenster ins Jenseits, damit er in der erwärmenden Helle seinen Daseinswillen neu betanken kann.
Ich schüttle dem Mistflügler die Hand hinterher und mache die Fensteröffnung rückgängig, damit er nicht auf den Sinn kommt, aufs Neue meine Gedankengänge zu verstopfen. Dann gehe ich in den Proletarier und werde an der Übungsstütze sesshaft. Ich ergreife das Heft aus dem Roller und mache auf. Ich pointiere die Kohle. Ich drücke sie auf die Linie. Dabei bin ich noch gar nicht zum Entschluss gekommen, welche Übung heute der Reihe nach ist. Ich übe jeden Tag. Mindestens einen Takt, höchstens 30 Takte lang ins Heft hinein. Die Hefte machen mir nicht die Fliege. In meiner Kammer habe ich eine große Sammlung angelegt, die so schnell nicht geleert sein wird. Auch wenn sie seit vielen Sommern auf Rückwuchs geschaltet ist. Fred, wenn er angefahren kam aus dem Lärmloch für einen Sonnenuntergang oder zwei, hat meine beübten Hefte eingetütet und jungfernhäutige Hefte ausgetütet. Und Wertscheine hat er, Fred, ausgetütet, die meine Hefte erhurt haben in der weiten Welt und sie Gerd in die Tasche gesteckt, damit der zum Tierklopfer rennt und Ausschnitte besorgt und sie für unsere Dreifaltigkeit in Öl brutzelt. Dann wurden wir, Gerd, Fred und meine Ernsthaftigkeit, in der Herdkammer oder im jenseitigen Gewürz sesshaft, haben Ausschnitte einverleibt und das Hirn in Gebräu getunkt, bis es uns ganz gesellig wurde und wir Melodien abpfiffen, wie Geflügel in den Bäumen. Mit den Wintern wohnen die Schützengrimm auf der Stirnseite von Fred Tiefer. Was soll das? Fred tütete keine neuen Hefte mehr aus, sondern bereits von mir beübte. Bist du nicht bei Trost? Er machte auf, strich mit dem Zeiger über die Blätter und entlud sie explosiv auf meine Schreibstütze. Wie kommst du, mir nichts, dir nichts dazu, sowas zu schreiben? War Fred laut. Und hat enzyklopädiert, wie ein kommunistischer Großvater, dass meine neuen Lektüren meinen Lektürern nicht mehr in die Hirne wollen, dass meine Lektürer über meine Lektüren sogar nur noch die Hirne schwenken und meinen Lektüren den Rücken kehren. Dass ich mich wieder im Bewerten, im Übermann Weibliches und Berlinerisches üben solle, statt bei der Vorhut anzuheuern. Dass, auch wenn die fachkundigen Verfasser von Nachrichtenpapieren meine Übungen gut hießen, die Einkünfte in den Untergrund gingen, wie ich auf Erfolgskurven sehe, und er mir aus diesen Anlässen keine neuen Wertscheine mehr bringen könne. Ich soll ihn ankabeln, wenn mein Verstand zurück sei von Reisen, und gefälligst Wolle über mein Gestell ziehen, meine verschrumpelte Ledrigkeit sei nicht auszuhalten. Dann eilte er ins Jenseits. Ich stolperte ihm nach, so windeseilig wie das Herz erlaubte, und bemühte mich um Aufklärung. Dass ich auf meinem Pfad sei, dass ich nicht ins Dickicht abgebogen sei, wie es in seinem Bewusstsein Strom treibt, dass ich im Gegenteil aus dem Dickicht endlich in der windigen Prärie angelangt sei, aus dem dunklen Langweilertum in der finalen Reife, dass ich endlich dabei sei, meine eigene Sprechart aufzudecken und sämtliche Sprachtasten zu bespielen, wie alle talentbeschenkten Übenden, dass ich auf Lektüre nicht angewiesen sei, aber auf Wertscheine, damit ich, da war Gerd schon verdampft, Ausschnitte beim Tierklopfer einlösen konnte. Aber Fred ließ sich nicht von seinem Entschluss entfremden. Mann Weibliches oder Berlinerisches, Mann Weibliches oder Berlinerisches, ratete er wie ein Kugelhagel. Kable mich an, wenn dein Verstand von Reisen zurück ist, zieh Wolle über, sprich Deutsch. Dann spritzte er Benzin ein und wurde zum Nebel aus Staub. Seitdem kommt Fred nicht mehr her und ich übe nur noch meine Talber. Mal beübe ich meine Traumkammer, mal meinen Pissstrahl. Ich mache zur Notiz, was mir auf Reisen durch das Gewürz auffällt, dass das Gewürz gerade in Blüten steht und bald Samen wird, beispielhalber. Ich übe auch Hochgeistiges, indem ich konkrete Worthäufungen von den Brettern herauspacke, durchseite und in Großhirnen wie Ludwig Wittgenstein, Hans Derrida, Johann Searle Rätsel stelle, die entweder sie gewinnen oder ich.
Nur durchleuchte ich sie, wie mir auffällig wird, immer weniger mit jedem Tag. Ihre Wortgetüme sind mir verwandt, aber ihre Sinngewalt erscheint zugewandert, nicht heimelig im Jenseits meines Heims, im Jenseits meines Hirns. Bisweilen knalle ich deren Worthäufungen um und schleudere sie gegen Papierblumen. Flüge sind auf einmal die philosophischen Untersuchungen, auf Schwingen die Differenz, Sprechakttheoreme verstummen ausgeweitet auf meinem Kammergrund. Dann kehren meine Gedankenleuchten zurück. In meiner Hand besammle ich die verbannten Großhirne und spende die Sammlung zurück auf die Bretter. Dorthin spende ich auch meine Übungsgebinde, wenn ihr Raum seinen Erschöpfungszustand erreicht hat, und reserviere neue für die nächsten Takte. Schon ist der Stern abgetaucht und ich muss den Dochtstummel anwärmen, um den Kammern Helligkeit zu leeren. Ich platze das entjungferte Heft in den Roller zurück, entsorge die angestumpfte Kohle und melde mich zur Rast zurück. Doch zuvor krankt eine Beschwerde. Der Schaukelstuhl, der meinen Weg sperrt, meinen großen Zeh breit, wenn ich keine Acht spende, und mich übergiebig macht, selbst wenn ich mich besinne, in ihm sachte hin und her zu kippen. Ich schlüpfe ihn aus meiner Kammer ins Jenseits, packe einen Hack aus dem Verschlag an und verkleine das Ding maßstabsgetreu zu Futter für die Glut. Dann komme ich zurück im Jenseits an, beschließe die Tür, gelb strahle zögerfroh im Gewölbe und mache mich in meiner Träume flach. Geschöpft vom Leben, von der Jagd, vom Üben. Letzte Gedanken donnern durch meinen Kopf, aber mein Hirn hat nicht länger die Muße, sie sich gegen die Vergesslichkeit einzuschreiben. Ich äuge in nachtrote Bemaserungen, triefe von Nässe Geräusch und reihere vor Baumleber Liebe. Erheben sich Türme aus Basolit, aber Morast fuhren ins englehnende Törrecht, stimmtantisierten den Affenwandern Jagd und begräften Hauit Bukrings, ohne Mitte Wielen, durch den Darm zu Halle der Sob Abras Schaukelgestühl, ganze an Bräune. Danke. Es fällt ja richtig schwer, in die schnöde Normalsprache zurückzuschalten. Lea Schneider ist 1989 in Köln geboren, hat Soziologie, Komparatistik und mal ein Orchideenfach, Sinologie in Berlin und Frankfurt an der Oder. Man möchte fast sagen, beübt. Sie ist Mitglied des Berliner Lyrikkollektivs G13, hat schon viel veröffentlicht, übersetzt zeitgenössische chinesische Lyrik. Und wird jetzt 2014 den ersten Lyrikband veröffentlichen beim Verlagshaus J. Frank. Lea Schneider schreibt sehr konzentrierte, dichte, kompakte Lyrik. Sie hat so einen Prosaduktus mit einem drängenden Rhythmus. Die Gedichte sind scheinbar kolloquial, kommen immer mit überraschenden Bildern, die Schlag auf Schlag kommen daher. Sie schneidet Innenwelt und Außenwelt schnell gegeneinander, sie werden kurz geschlossen und dem Anschaulichen folgt immer sofort die Abstraktion. Und das macht sie, finde ich, sehr wirkungsvoll. Chlor und Widerhall von der Decke. Weißt du noch, wie das geht? Die Pusteln auf der Haut nimmst du als Trotzreaktion, nicht als Allergie. Schlüsselkind, das ist, als ob man den Tag herausschält und dann aufgrund deiner Verwechslung bloß die Schalen isst. Stell dir vor, wie du Probleme mit ganz kleinen Mündern küssen wirst. Im Sommer drauf, im Wasser. Festgenähte Seepferdchen, so sicher wie Erde in einem fallenden Blumentopf.
die Wirbel abgezählt, die Zehen auch beim zweiten Versuch eine ungerade Zahl. Balkonstühle und Klinker, davor die Gesichter haben nur mit Badekappen Zutritt. Rahmen, in denen keins sich verstecken kann. Auf dem Foto läufst du durch ein Feld. Schulterblick. Man weiß nie, was da hinter einem kommt. Nur rückschauend ist alles kausal. Auf dem Foto gibt es Kanister und einen Fremdkörper. Aber der bewegt sich nicht. Wie Schaufensterauslagen, denen man ansieht, dass sie sich wundern. Oberflächlich erschlossenes Land, stellenweise schon rückgebaut. Wie das Innenleben von Schafen im Ruhrgebiet. Renaturierte Schweigestellen, dazwischen die Abkürzung, auf der du über Kastanien läufst, dunkelbraune Einschläge im Feld. Das hat nichts mit Angst zu tun. Das hat zu tun mit einer anderen Erinnerung, die nur knapp hörbar ist, mit dem Rauschen der Klospülungen im zweiten Stock. Das Geräusch von Wachstumsschmerzen, von etwas, das mal Landschaft sein wird, gerade und glatt gefressen von Schafen. Ein Areal ohne Eigenschaften, Füllmaterial zwischen den besser definierten Körpern, Pufferzone. Zweiseitig befahrbar wie eine Unsicherheit, die in beide Richtungen funktioniert und Rahmen bildet. Das hat auch mit den Fehlern in der Packungsbeilage zu tun, mit einem liegen gebliebenen Schluck auf im Flur, der sich die Ohren zuhält und nicht mehr weggehen wird. Und oft hat es mit Freunden zu tun, die den Bauplan ihrer Anwesenheit rekonstruieren, sich in Beziehung setzen. Ende Dezember, Fettfilm auf den Sätzen und Wurmlöcher im Jahr. Das Atmen hockt unten in der Lunge und will nicht rauskommen. Ein ängstlicher Rabe, eingewickelt in 3 Tage Geschenkpapier. Einer dieser HD-Momente, alles großgeschrieben und die Finger gekreuzt wie Balken in der Decke, die Hände ineinander halten dicht, halten die Luft an. Eine paradoxe Intervention in den Hohlraum zwischen ihnen, wo jedes Atmen ein zweifelndes Geräusch ist, eine frische Farbkruste. Wenn es juckt, heißt das, drunter Hals. Verzögerungen im Ablaufplan. Draußen liegen Heuballen herum wie kostenlose Beispiele. Und bis zuletzt gibt es Funktionen an dir, von denen ich nicht weiß, wozu sie gut sind. Kleine Fehler im Gesicht, Reingreifpunkte. Sie drehen sich um und träumen weiter in die andere Richtung. Mit den Füßen auf der Lehne reicht es den ganzen Nachmittag. An die weißen Flecken in der Biografie, in den Fingernägeln, da wollte ich nicht mehr rangehen. Spurrillen, Tippfehler. Sie brauchen ewig, um das Abteil zu verlassen. In ihren Abdrücken nistet noch Stunden später etwas von dieser konsequenten Verlässlichkeit, mit der Dinge kaputt gehen. Beim Drüberstreichen fühlt sie sich pelzig an. Und das hilft dann ein bisschen, macht einen Unterschied auf der Repräsentationsebene. Das Problem ist, man kann Leuten nicht immer Träume in den Arsch schieben und hoffen, dass sie irgendwann im Kopf ankommen. Ich weiß, das mit der Zukunft haben sie schon wieder geändert, aber daran kann ich jetzt auch nichts machen, es fühlt sich einfach nicht danach an.
Das ist wie mit dem Mittwoch. Meistens sieht man ihn kommen und tut trotzdem nichts. Symbolsex, ja. Und später ist man dann aus dem Gröbsten raus. In fast jeder Situation habe ich diese vorläufig gelogene Lust, nach Hause zu gehen, die Abkürzung zu finden. Und wenn ich das geschafft habe, setze ich mich neben die Spüle und baue ein Schiff aus Krepppapier, eine garantierte Titanic, vielleicht auch mehr. Auf Vorrat. Wenn es weitergeht, habe ich ab jetzt zur eigenen Sicherheit immer einen minimalen Bedarf an Schönheit und das grundlegende Recht zu behalten, was ich mal geliebt habe. Regenbilder, Vanilleeis, die Gebrauchsspuren am Rand dieser Geschichte. Kann ich mitsummen, rückwärts auch im Schlaf, wie ein Echotierchen. Wenn es das Ende wieder hinkriegt, lässt sich sagen, dass der Rest doch eigentlich ziemlich schön war. Ein Vergleichswert. Vorgesorgtes am anderen Ende des Kopfes. Ein freundliches Epistem, das später in den falschen Raum gehen und seine eigene Hochzeit verpassen wird. Sonntagsfrage. Wie weit darf ich da reingehen, bevor es nicht mehr okay ist? Und was war das nochmal, das ich lieben sollte? Halt mal kurz, ich bin gleich wieder da. Haben wollen als Lebensform, die Rapsfelder wummern. Es wäre gut, wenn ich irgendwas davon heilig sprechen könnte. Kornblumen oder Segelflieger, die nervöse Remission, die sich vom Seitenstreifen aus auf uns zubewegt. Nicht loslassen jetzt. Der Horizont eine Wand. Wir reihen unsere Sorgen auf und stellen sie dagegen, streicheln die Halme weiter entgegen der Wuchsrichtung, Reste von Frontstellung, von unbeholfenen Glocken in der Luft. Ein schlecht lanciertes Product Placement. Ein Versuch von Langstreckenglück. Darüber lacht man nicht. Das hält mindestens 3 Generationen. Wie die Rezepte für Kirmeskuchen, die schlieren am Rand. Die Räder stehen lassen und der anderen Person folgen. Die macht auf Hungerkünstlerin. Streichelt ihren Bart wie eine verirrte Katze, eine kleine Entfernung, in der sie verschwimmt. Kräusel im Wasser, Brausetabletten. Ist es so, dass jede Bewegung einen stabilen Punkt davor impliziert, oder fängt das früher an? Wie der Verdacht, jemand habe die falschen Untertitel eingestellt und jetzt keine Lust, nochmal zurück auf Anfang zu spulen. Kriegst das nicht auseinander, wie sie lacht, wenn sie stärker ist. Efeu, wie die Enden durchscheinen, wie es verwächst. Isomorphie, sagt die andere Person, welche Form kannst du halten? Wenn ich dich anfasse, hier, und dir nicht sage, wo das ist. Die Pronomen in der Kniekehle, schwimm mal rüber und keins davon kommt mit. Auf die Rückseite deiner Haare, die Uferböschung hinauf. Von der schwierigen Unterscheidung zwischen Werkzeug und Waffe. Wir stehen in der Mitte der Wiese unter einem Pflaumenbaum und üben. Reality Check. Man kann das alles mitessen, die Haut auch. Das ist ein bisschen kompliziert, aber du kriegst das schon hin. Das Primat der Prozesshaftigkeit. Wenn plötzlich alle Entitäten im Urlaub sind und wir die Linien dazwischen sehen können, das Fallobst und die Flecken im Teppich, Wünsche in Übergröße, die gehen nie wieder raus.
So wie das Ärgerliche aus einer Ethik im Futur 2. Sie macht aus jeder Bewegung ein Tanzen mit der Rückseite des eigenen Spiegelbilds, eine krampfhafte Verträumtheit am Rand des Wohnzimmers, wo wir stehen und weiter üben. Dornröschenprinzip, strategisches Schlafen. Wir sitzen im Wartezimmer, einem Failed State, und erinnern uns an die Normalität, hören Geräusche vom Strom in der Wand. Einer wacht auf, verpasst die beste Stelle in seinem Traum, legt das Rückporto bei und hofft. Untalentierter Buddhist. Dieses unsolidarische Glücklichsein in Gruppen, als gäbe es jeden Tag eine neue Art, vom Tisch aufzustehen, als wären unsere Innenleben direkt von IKEA. Und da sind vielleicht auch die paar Stellen Haut an meinem Rücken, die ich im Spiegel nie finden kann. Aber Niedlichkeit ist jetzt keine Option. Wir müssen schneller sein, weil jeder Raum mindestens eine Utopiegefahr enthält. Außerdem Kaffeelöffel, Stifte, Fahrstuhleffekte und Blumentöpfe. Dinge, von denen man erst mal lernen muss, warum sie gefährlich sind. Ja, danke Lea Schneider, Dimitri Gavrisch, Katharina Korbach und Eva Zimmermann. Das war der erste Leseblock am zweiten Tag des 21. Open Mic. Wir machen Pause bis 14.15 Uhr und wir fangen aber pünktlich um 14.15 Uhr an und nicht CT.